wichtiger Zuzugsgrund für viele unserer Bürger ist eigentlich die gut erschlossene Verkehrssituation in dieser Lage von der Marktgemeinde Liebach. Aber zugleich ist es auch ein Problembereich mit dem doch etwas höheren Verkehrsaufkommen. Ich bin seit Jahren drauf und dran, diese Situation auch immer wieder zu verbessern bzw. in Maßnahmen zu setzen. Eine dieser Maßnahmen oder wesentlichen Maßnahmen ist zusammen mit der Marktgemeinde Unterbremstetten, was den Schwerverkehr anbelangt. Und beim Schwerverkehr ist im Wesentlichen unsere Radlpassstraße, die als Auffahrt zur Autobahn dient von Unterbremstetten. Die Fahrzeuge kommen über der Unterbremstettenstraße, über die Radlpassstraße und fahren Richtung Klagenfurt auf. In Unterbremstetten gibt es nur einen Halbanschluss. Wir betreiben schon das länger gemeinsam einen Vollanschluss und wenn dieser gebaut ist, gibt es den Schwerverkehr durch Liebach, also zumindest durch das Gebiet Spatenhof, mit der Radstraße nicht mehr. Das ist ein wichtiges Anliegen und da sind wir voll drauf. Der zweite Teil unseres Verkehrsaufkommens geht über die B70. Die B70, wenn man wieder von der Autobahn runter schaut, von Unterbremstetten über den Kreisverkehr Waldhof und durch das gesamte Ortsgebiet durch. Und wenn ich die B70 anschaue, dann haben wir, das ist eine wichtige Verkehrsader und wird von vielen Pfalzbergern als Abkürzung genutzt, weil die Autobahn ist immerhin herum um ca. 7 Kilometer länger als wie durch den Ort durch. Und das ist der Grund, dass man da immer wieder die Abkürzung nutzt. Wir können in diesem Bereich nur Maßnahmen setzen. Das ist unter anderem dieser Kreisverkehr, der schon ein bisschen Beruhigung hat und ich habe mehrere Projekte für die Verkehrsberuhigung vor. Das ist einmal bei der Bahnhofstraße, der Kreuzungsbereich, wo wir jetzt einen kleinen Schwenk machen. Und im Wesentlichen ist jetzt die Chance gegeben mit dem Sparmarkt, das ist ganz neu. Der Sparmarkt möchte das Gebäude umbauen und zeitgleich hätte er gern, dass wir dort gemeinsam einen Kreisverkehr machen. Das ist also die Hitzendorferstraße, wenn man bei der Hitzendorferstraße draufhält, also wäre dieser Kreis zum Sparmarkt, Parker Bundesstraße, Hitzendorfer Straße, eine super Lösung. Mit dieser Lösung hätten wir auch eine Verkehrsberuhigung. Das würde sicher die Attraktivität für Durchfahren durch Liebach damit geschmälert werden. Auch Rad- und Gehwege parallel dazu tragen zu einer Verkehrssicherheit für den Fußgänger und Radfahrer wesentlich bei. Da bin ich also voll drauf und ich hoffe, dass man diesen Kreisverkehr ist angedacht bis zum Jahre 2011, dass dieser umgesetzt werden kann, wenn der Gemeinderat diesem auch zustimmt. So